es kursiert immer so, Es heißt hier Presseclub, deswegen wiederhole ich das immer mal wieder. Ja, mein, erstens mal habe ich ein Problem damit, ob die Presse überhaupt noch so viel Einfluss hat. Meinen Stern lesen halt auch nicht mehr so viele Leute wie früher, aber die Zeitungen lesen auch weniger Leute als früher. Aber manchmal habe ich so eine, merke ich so, dass die Leute haben so eine Vorstellung bei einer Zeitung, da gibt es, oder bei einer, von mir aus auch beim Magazin, da gibt es so eine ganz genaue Linie. Da gibt es Vorgaben, und abends läuft einer rum mit der schwarzen Kapuze und mit dem Hackebeil und zensiert. Ja. Die Realität ist viel simpler, man könnte vielleicht sogar sagen schlimmer. Da arbeiten eine Menge stockkonservative Leute, die das schreiben, was sie glauben. Ja, das ist nicht so, dass da 90% Linke sitzen, die dann von irgendjemandem in Ketten gehalten werden, sondern das sind Leute, die sind für Stuttgart 21 und die sind für Neoliberalismus und die sind für dies und die sind für das. Und jetzt machen wir uns doch nichts vor. Also ich meine, ich arbeite seit 40 Jahren bei der Zeitung. Glauben Sie, die war früher näher bei der DKP als bei der CDU angesehen. Das Problem gab es doch immer, dass diese Art Medien eben näher an der Macht sind. Oder? Und nicht nur, natürlich gibt es Vorgaben, das ist ja gar keine Frage, aber eine Menge Leute, können wir jetzt auch sagen, vielleicht werden nur solche eingestellt, das weiß ich nicht. Ja? Aber die Bevölkerung ist ja auch nicht... ist auch nicht so zum größten Teil links. Das ist vielleicht ein ganz repräsentativer Querschnitt von Leuten, die da arbeiten. Und das sind Konservative, das sind Spießer dabei, die interessieren sich mehr für ihr Eigenheim als für die Politik. So einfach ist das. Oder übrigens auch linke Spießer. Bitte? ich möchte noch mal bei Ihnen nachhaken, Herr Fittkau, wegen dieses das Verhältnis von Wissen, Meinung und vermeintlicher Meinung. Sie haben gerade schon das Stichwort gegeben, da sitzen ganz normale Leute, Querschnitt der Bevölkerung, die schreiben, was sie denken. So. Zeitung ist aber nicht mehr so wie früher, Presse ist nicht mehr so wie früher. Inzwischen kann jede theoretisch weltweit verbreiten, was sie denkt, in Blogs, Facebook, Social Web und so weiter. Die Bild-Zeitung hatte schon vor Jahren diesen Slogan, bild dir deine Meinung. Also die Vermittlung von Wissen und Meinung in den Medien. Ich denke, da gibt es einen ziemlichen Shift. Es gibt nicht zu wenig an Informationen, es gibt auch ein Zuschmeißen mit Informationen. Und dieses erstaunliche Medienphänomen bei der Schlichtung, dass wahnsinnig viele Leute stundenlang zugeguckt haben, ein dröges Setting, wo jede Medienfachfrau gesagt hat, so kann man das nicht machen, immer nur reden und da sitzen welche und sagen was und es geht dauernd über Zahlen. Und das gucken sich total viele Leute an und sehr viele Bürger zeigen ausgewiesenes Fachwissen und so weiter. Das heißt doch auch, dass eigentlich dieser Mediendiskurs anders organisiert werden muss. Also, dass dieses Verhältnis von Wissen und Meinung im Journalismus sich auch verschiebt. Aber wieso im Journalismus? Es war doch keine Form von Journalismus. Es war doch politisch ausgehandelt worden hier, diese Schlichtung. Und dann ist es dazu gekommen, zu dem Verfahren, haben sich beide Seiten darauf verständigt. Der Ablauf, ist ja keine Form von Journalismus gewesen. Das ist ja im positiven Sinne, war es ja ein Volkshochschulkurs in Sachen Stuttgart 21 oder Bahnentwicklung. Ja, das ist ja kein Journalismus. Die Leute hatten die Möglichkeit zuzuhören. Der Geisler hat darauf bestanden, dass die Leute sich gegenseitig zuhören. Der hat darauf bestanden, dass sachlich diskutiert wird. Am Anfang gab es so Versuche, von dem einen oder anderen Politiker, der anwesend war, das zu nutzen. Das hätte so, also das polemisch auch im Sinne von Parteipolitik zu nutzen. Und Geisler hat es sofort unterbunden. Es war sozusagen im besten Sinne kritischer Diskurs zum Thema. Und warum haben sich so viele Leute dafür interessiert? Ja, weil so viele Leute darüber gesprochen haben und weil es so ein großes Thema war. Wegen der Ereignisse, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, die dazu geführt haben. Die Frage ist, was können wir für Politikvermittlung. Wir, meine ich jetzt Bürger, politische Klasse und Journalisten lernen daraus. Wir von Phoenix haben Vorstöße gemacht, zum Beispiel jedes Mal, wenn es einen Untersuchungsausschuss in Berlin gibt, Eurohawk-Untersuchungsausschuss war der letzte große, der mir einfällt, der letzte wichtige, da haben wir dann versucht, Öffentlichkeit herzustellen. Also der Ausschussvorsitzende, die Ausschussmitglieder können sich darauf verständigen, in bestimmten Fällen die Öffentlichkeit
lassen. Das ist uns leider noch nie gelungen bei einem relevanten Thema. Da wird dann immer gesagt, nein, es ist jetzt nicht für die Öffentlichkeit, jedenfalls nicht für so etwas wie Live-Öffentlichkeit, weil die es bei Stuttgart 21 gab und auch schon mal im Verkehrsausschuss gab, als das Thema Stuttgart 21 dort auf der Tagesordnung stand. Das finde ich sehr schade. Ich finde das sehr schade, dass wir uns immer wieder abholen. Und ich glaube, ja, es gibt natürlich bestimmte Bereiche, was weiß ich, geheimdienstliche Tätigkeiten und so weiter, die unterliegen auch der Geheimhaltung. Dafür hat sich ja jeder mehr oder weniger Verständnis. Aber sonst sehe ich eigentlich nicht ein, warum zum Beispiel in Ausschüssen zum Thema Rentenreform oder sonstiges oder auch bestimmte Bereiche, ja, jetzt gibt es ja einen NSA-Untersuchungsausschuss, mein Gott, die ganze Welt redet über diesen NSA-Skandal. Warum zur Hölle, sage ich jetzt mal, wird dieser Ausschuss nicht live übertragen? Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wie das ausgeht. Wir stellen wieder einen Antrag und das Ganze wird wieder abgewiesen. Das ist schade, aber gut, da gibt es dann vielleicht hier und da auch... Sorry, dann müssen wir aber Ihre Frage andersrum stellen. Warum wurde denn Stuttgart 21 übertragen? Das war, man kann es auch an Schack... Ja, weil Sie den Diskurs hier beigeführt haben. Das ist ein Akt der Scheindemokratie nennen oder eine klug inszenierte Propagandashow. Hätte man das besser lassen sollen. Ob dieser überraschende Medienerfolg, dieser Schlichtungsübertragung, nicht ein Plädoyer für langsameren und langweiligeren Journalismus sein sollte? Also erstens bin ich ganz der Meinung von Herrn Fittkau, das war kein Journalismus. Journalismus waren die Interviews dazwischen. Ansonsten war es eine Live-Übertragung und jetzt kann ich nur mal wieder jeden im großen Sitzungssaal zur Selbstprüfung aufrufen. Phoenix überträgt tagtäglich, fast tagtäglich, sehr spannende Geschichten live. 1:1 umgeschnitten. Wer schaut hier jeden Tag Phoenix? Naja, sagen wir mal, wir kommen auf ein Dutzend. Ganz wunderbar. Also es ist ja schon ein bisschen absurd, wenn ich mehr Transparenz, bin ich sofort dafür. Aber wenn ich noch mehr möchte, das, was es gibt, aber nicht nutze, ich bin ein Riesenfan von Phoenix, höre aber oft im nicht-journalistischen Freundeskreis, gehen, wie kommst du zu dieser Volkshochschule? Ja, aber Frau Waldhofer, Ihre Frage erinnert, gestern sagte Matthias Dietrich, Bahnpolitik, mehr politisieren, da Schmackes reinbringen. Er fragt bei Veranstaltungen, wer ist mit der Bahn da? Hier melden sich dann fast alle, Fachpublikum. Jetzt Ihre Frage, wer guckt Phoenix? Da melden sich dann wahrscheinlich hier aufgrund der Schlichtungserfahrung mehr Leute als in einem sonstigen Forum, wo nicht Medienpolitik im Mittelpunkt steht. Was lehrt uns das? Was lehrt uns das? Ausgangsfrage. Arbeiten gehen? Also nicht. Nein, wir gehen ja nicht. Ich hab's nicht. Wir können ja nachher darüber diskutieren. Ich habe noch eine Bringschuld. Das gibt's doch am Abend nochmal. Das stimmt doch nicht. Entschuldigung. Da sitzt ein Programmexperte. Aber ich habe noch eine Bringschuld ganz vom Anfang. Weil das Stichwort Untersuchungsausschüsse fiel, haben Sie mich noch zu Schlossgarten 2 gefragt. Und das ist auch so ein schönes Thema. Wir haben einen ersten Schlossgarten-Untersuchungsausschuss. Der ist abgehandelt. Da gibt es, ich weiß sogar, die Antragsnummer kann jeder googeln oder im Landtagsarchiv sich anschauen, 14/7500. Da kann jeder den Abschlussbericht lesen und es kann jeder lesen, was Grüne und Rote, so viele Neuigkeiten gibt es nämlich gar nicht, was Grüne und Rote, oder damals hieß es ja noch Rote und Grüne, in ihrem Minderheitenvotum zur Bewertung dieser Vorgänge im Schlossgarten zu Papier gebracht haben. Auf insgesamt ist der Bericht 600 Seiten stark. Und ich werde wieder wahrscheinlich ziemlich wenige finden und ich bin aber nicht bereit, jetzt eine zweite Sau durchs Dorf zu tragen. Selbstverständlich werden wir ganz viel über diesen zweiten Untersuchungsausschuss berichten, aber ich bin nicht bereit, aus Nicht-Neuigkeiten Neuigkeiten zu machen, nur damit ein Thema, ich habe schon mal gesagt, ich bin Gegnerin
von Stuttgart 21 der ersten Stunde, das vernebelt aber meinen journalistischen Blick nicht. Da gibt es keine Propagandaberichterstattung, nur weil jetzt im zweiten Untersuchungsausschuss nochmal Geschichten behandelt werden, die viele Leser und Leserinnen aus dem ersten entweder schon vergessen haben oder gar nicht wahrgenommen haben. Sie haben ja angefangen damit, was muss passieren, um diese, warum ist 20 Jahre Warnreform, warum ist es kein Medienthema, was muss passieren, um Bahnpolitik, Verkehrswende ähnlich zu politisieren, umstritten zu machen, wie die Energiewende. Der Ansatz meines Vereins ist oft, das wieder mit einem Spektakel zu verbinden. Ich würde jetzt noch einmal eine Runde machen und Sie um Ihre Einschätzung bitten, wie die Karriere von Stuttgart 21 de facto und medial weitergeht. Und würde Sie aber auch bitten, sich das anzuhören. Also wie die Karriere von Stuttgart 21 medial weitergeht, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Das hängt von den Entwicklungen her ab. Habe ich ja vorhin gesagt, ein paar Szenarien. Wie es jetzt, ich habe gesagt, grundsätzlich mit diesem Mechanismus weitergeht, das ist, glaube ich, nicht mehr zurückzudrehen von wem auch immer, wer auch immer das vielleicht zurückdrehen möchte. Der Mechanismus, dass Menschen sich interessieren, engagieren und einbringen und das Wissen von denjenigen, die zu entscheiden haben, in Frage stellen, das wird, glaube ich, zum Standard werden das, da bin ich ganz optimistisch und ich wollte aber noch kurz noch was sagen, was Stichwort Energiewende, haben Sie jetzt, es tut mir sehr leid, haben Sie mehrmals gesagt, es tut mir wirklich leid. Vielleicht ist es auch das, was Sie meinen, Herr Loik, es gibt wirklich einen Unterschied zwischen dem, was Sie, ich sage jetzt als Vertreterin der politischen Klasse im weitesten Sinne, interessant finden und was die Leute da draußen interessant finden. Manchmal ist es so kongruent, ja, dann schreibt man oder sendet man oder macht Kampagnen über die Sachen, die die Leute wirklich interessieren. Stichwort Energiewende, muss ich leider sagen, zeigt meine Erfahrung bei Phoenix, diesem Spartenkanal, der ganz viele solche Themen aufgreift und aufgreifen darf und soll und macht. Das Thema interessiert uns vielleicht als Journalisten, als politische Journalisten ganz massiv. Leider ist es so, dass das draußen im Land bei den Zuschauern manchmal, und das ist ein ganz typisches Thema, ganz anders ist. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, damit müssen Sie als jemand, der vielleicht politische Kampagnen macht, aber genauso auseinandersetzen. Und manchmal muss man sich einfach damit abfinden, dass die Leute da draußen vielleicht anderer Ansicht sind. Danke für den Hinweis. Wir fragen uns auch immer mal wieder, wie wir die Energiewende so spannend machen können für Abstimmungen, wie ob NDR 2 Helene Fischer spielen soll oder nicht. Das ist der Unterschied eben mit Meinung und hier deine Meinung und wozu äußern sich Leute und was bewegt sie. Danke. Ich würde bei Ihnen weitermachen. Wie sehen Sie die Zukunftsperspektive hier von Stuttgart aus journalistischer Sicht? Also ich sage es mal aus nicht journalistischer Sicht, sondern als Mensch. Stuttgart 21 kommt nicht, weil das Projekt an den inneren Zerrissenheiten und an den Schwierigkeiten scheitern wird. Die Bahn wird es nicht schaffen, es zu bauen. Wir können jetzt über viele Einzelheiten reden, vom Unterdükern bis zum Brandschutzkonzept oder dem Filtertunnel. Und ich bin bis zum heutigen Tag und sicher noch viel länger davon überzeugt, dass es nicht kommen wird. Ich mache aus dieser Meinung übrigens Anlass gegeben, natürlich weder in meinem Badischen Tagblatt, das keinen linksgrün versponnene Besitzer hat, noch im Kontext, das sowieso nicht, im Badischen Tagblatt, irgendein Hehl. Also es ist die Kommentarlinie, die ich da fahre, wenn man das so technokratisch ausdrücken will, ist völlig klar, ich bin der festen Überzeugung, es kommt nicht, weil es die Bahn nicht kann. Und es ist ja kein Wunschdenken. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwas erfüllen muss in meinem journalistischen Leben, weil ich das jetzt seit 20 Jahren begleite. Und ich finde, die Schlichtung hat eines gelehrt, jetzt journalistisch, dass es, finde ich, da schon eine Weichenstellung gibt. Ab der Schlichtung gibt es Kollegen, die bereit
sind, sich nicht mehr dumm zu stellen oder dümmer zu machen, als man nach der Schlichtung ist. Und die sagen, hinter die Schlichtung kann man nicht zurück. Und es gibt natürlich schon Kollegen, die entweder vom Computer ferngehalten werden, um ihre kritische Meinung auszudrücken. Und es gibt natürlich auch Kollegen, die haben noch ganz andere Zwänge, nämlich zum Beispiel eine Familie zu ernähren und denken sich, also jetzt muss ich ja nicht mir das vierte Mal eine blutige Nase holen in einer Woche, weil ich wieder ein Stuttgart 21-Thema aufgreife. Aber ich will nochmal ein Plädoyer auch für die beiden Stuttgarter Zeitungen halten. Ich weiß, dass ich da viel Widerstand stoße. Die Südwestpresse nehme ich übrigens ausdrücklich aus. Aber in den beiden Stuttgarter Blättern gibt es viele, die sich sehr mühen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Projekt so darzustellen, wie es dargestellt gehört. Vielen Dank für diese offenen Worte. Herr Bauer, was denken Sie? Wie geht's weiter? Wissen Sie, wenn ich das beantworten würde, dann wäre ich jetzt auf der Stufe der Marketingleute. Die reden von Fortschritt und Zukunft und so im Unsinn. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich nehme mal an, dass diese dass diese Stuttgart 21 so eine Art Medium mobile ist. Ja? Das ist eine Geldmaschine, die wird immer weitergehen, weil die werden ja nie fertig. Wenn da irgendwas fertig ist, wird man vorne, wenn hinten was fertig ist, wird man vorne wieder anfangen. Ja, das ist so klar wie nochmal was. Wie so ein 60 Kilometer Tunnel sind die jemals fertig. Da muss man ständig warten, da muss wieder repariert werden. Das heißt, das ist eine wunderbare Geldmaschine und vor allem auch eine Geldwaschmaschine. Das kann man nicht sagen. Verschwörungstheorien, sonst müssen Sie Ihre Verschwörungstheoretiker im Landeskriminalamt suchen. Ja, das ist einfach mittlerweile, haben wir da mafiöse Strukturen, die sind da. Und jetzt möchte ich noch was zu der Diskussion sagen. Und das ist für mich symbolisch für all diese Diskussionen im Stuttgart 21. Den ganzen Abend fiel nicht ein einziges Mal das Wort Stadtplanung und Städtebau. Ja? Und dieses haben Sie gefragt, es gehört die Stadt. Ich habe vorhin explizit gefragt, wie funktioniert es, dass die Frage, wem gehört die Stadt, also das, was sehr viel umstrittener ist als Fahrpläne, dass das ins Zentrum der Debatte rückt. Und damit geht es dann auch an Herrn Buick. Gibt es noch eine Chance, dass diese Dimension von Stuttgart 21, es geht nicht um Pufferküsse, es geht nicht um irgendwelche Fahrpläne, sondern es geht um ganz grundsätzliche Fragen, wer entscheidet, wem gehört die Stadt und so weiter, dass es dafür nochmal eine größere Öffentlichkeit gibt, was muss dafür passieren? Im Gegensatz zu den anderen Anwesenden hier kann ich in die Zukunft blicken. Der Stuttgarter Bahnhofsturm versinkt im Morast. Die Hänge über Stuttgart, die Halbhöhen, Villalage, sinkt hinab ins Tal. Die Mineralquellen explodieren, Grube läuft vorbei, verschwindet in der Grube. Es 21 ist beerdigt. Nein, natürlich kann ich in die Zukunft schauen. Es ist einfach so, wenn der politische Diskurs in dieser Stadt, in diesem Land, und mit Land meine ich nicht nur Baden-Württemberg, sondern Deutschland wirklich lebendig ist, dann müsste es sich einfach damit auseinandersetzen, dass hier, und das meine ich wirklich sehr fundamental, müsste man sich auseinandersetzen, immer noch weit hinaus auseinandersetzen, auch gerade in Spartenzentren wie Phoenix, dass hier gerade für gesetzestreue Bürger gegen Recht und Gesetz verstoßen wird. Hier findet ein Umbau, ein Rückbau statt, der verstößt gegen jedes Gesetz. Es werden maximal 32 Züge fahren können, versprochen wurden viel, viel mehr. Dieser Umbau, der ist nicht genehmigungsfähig, der darf nicht im Grunde umgesetzt werden, er wird umgesetzt noch. Dann, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, diese horrende Neigung in diesem Bahnhof, das kann sein, dass französische Züge hier gar nicht einfahren dürfen, weil das gegen die Norm verstößt, die europäische Sicherheitsnorm. Und es kann doch nicht sein, dass ein Bahnhof der Zukunft, der fundamental wegen Sicherheitsmaßnahmen, Auflagen, der Bahn verstößt, gegen die europäische Norm verstößt, dass der mit Milliardenaufwand gebaut wird. Wahrscheinlich wird er gebaut, und das sagt dann Jo Bauer. Es geht hier nicht um den Bahn, es geht um einen ewigen Bau für ewigen Profit. Und weil einige daran verdienen, ist ihnen auch das Stadtbild
verdammt egal. Diese Stadt hier wurde schon ein paar Mal zerstört, zuletzt im Zweiten Weltkrieg, anschließend, als sie wieder aufgebaut wurden. Wandern Sie doch mal die Königstraße hinunter, wie die aussieht. Da, wenn da Vögel über Stuttgart fliegen, müssen sie eigentlich auf dem Rücken fliegen, weil sie nicht mehr nach unten gucken wollen, weil es so hässlich ist. Ich fürchte leider, so im Augenblick die mediale, die politische Öffentlichkeit gestrickt ist, wird dieses Trauerspiel hier noch weitergehen. Und ich denke auch, dass wir alle, die hier sitzen, manche von uns sind älter als ich, manche sind jünger, das Ende von diesem Wahnsinn hier nicht erleben werden. Ich danke unseren Gästen sehr herzlich, dass sie sich der Diskussion gestellt haben. Ich danke auch Ihnen für Ihre lebendige Teilnahme, fürs lebendige Zuhören. Langweilig war es nicht. In einer Viertelstunde, in einer guten Viertelstunde geht es weiter mit dem Kulturprogramm mit Christine Braillon, wo ich mir bei der Aussprache des Nachnamens immer unsicher bin. Morgen geht die Konferenz weiter, nicht hier im Rathaus, sondern in den Räumen des Baden-Württembergischen Kulturvereins.